So, jetzt kann es gleich losgehen. Und nein, die Post ist es nicht. Hör auf, Gerüchte zu verbreiten. So, wenn das Lied durch ist, dann kann es losgehen. Ich freue mich. Für die, die letztes Mal nicht dabei waren, die, ja, gemacht, ich glaube, anderthalb bis fast zwei Stunden. Es gibt ein paar Änderungen, die ich gleich auf jeden Fall zeigen muss und möchte und werde. So, Lied ist gleich durch. Momento. So, Schnauze. Einmal so, dann würde ich mal sagen, halt SNDS aufklappen, sonst zuckelt die Facecam wieder rum. Und damit, buongiorno, meine kleinen Makaronis. Hallo, wie geht's? Willkommen und bla bla bla. Ja, ein neuer Stream. Ich freue mich, es wird Zeit, wieder mal Egglog weiterzuspielen. Diesmal auch ohne Probleme, OBS läuft wieder. Ich kann sogar Konsole streamen, ruckelfrei. Das heißt, nächste Woche gibt es dann keinen Pokémon-Stream, um es schon mal von vornherein wegzunehmen. Nächste Woche ist dann nämlich Mario Kart 8 Deluxe dran. Da freue ich mich riesig drauf. Und einmal so, um das T-Shirt des Tages zu zeigen. Es ist einmal extrem fanmäßig. Ein neues One Piece T-Shirt. Yay! Die Flying Lamp. Mega geil. So. Jetzt erstmal bequem hinpflanzen. Ich glaube, das Mikro muss ich mal ein Stückchen höher machen. So. Damit ich auch besser zu hören bin. So, Hülli, Wasser-Pokémon Sprite. Fanfix confirmed? Nein. Und, hallo, Masalana, wie geht's? Hoffentlich bist du gut durch die Woche gekommen. Willkommen im Stream. Hobby ist auch da. Damit kannst du deine Ego nicht vertreiben. Ja, was? So. Wie man sieht, wir sind im Team. Ich habe ein bisschen trainiert. Alle auf Level 19, außer Hendrikus. Da hatte ich irgendwann keinen Bock mehr. Wir gucken uns mal kurz an, ob die irgendwas Neues gelernt haben. Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Auf jeden Fall. Hendrikus mit seinem Angriffsrunterwesen. Top. Hat Felsgrab, Donnerwelle, Erholung. Die Schmarnsteine. Mega. Dann haben wir Whitey, unser Shilock. Woo! Mit Blubber, Aurasphäre, Drachenpuls, Panzerschutz. Ich glaube, da wird sich so lange erstmal nichts verändern. Unsere Eva Braun hat Schlammbad, Klärsmog, Gewissheit und die Giftwolke. Sehr schön. Ewolf, Sternschauer, Bezirzer, Ruckzuckieb, Wunschtraum. Nichts Neues. Zerschneider, Raub, Ruckzuckieb, Klauenwetzer auf. Wieso? Wieso das? Weil Baum. Und Lisa Donna hat Drachenwut, Flammenblitz, Wutanfall und Drachentanz. Mit Lisa Donna haben wir eine super Antwort auf Mein Gott, Walter. Und ja, er kann nichts gegen uns machen, wenn er uns nicht auf einmal tot krittet oder sonst was. Ich befürchte Schlimmes. Das Commander könnte von dir sein, Diapos. Wäre cool. Auf jeden Fall, ja, das ist unser Team. Also mit unserem meine ich mein Team, meins ganz allein. Ich befinde mich hier und ich würde mal sagen, wir... Muss ich Items kaufen? Warte mal. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich Items brauche. Ich weiß es nicht. Wo ist Walter? In der nächsten City. Da wartet der Alte auf uns. Badam, badam. Pokéball, Superball. Wir haben 8 Sprudel. Paraheiler, Supertrank, muss reichen. Ja. Marvin, Moinsen oder Abensen, wie geht's dir? So, wir haben etwas Großes vor. Wir müssen nämlich weiterlatschen. Wir waren, glaube ich, wir sind das letzte Mal sehr weit gekommen, bis zum Rätselhaus. Die Alte habe ich umgeklatscht und da muss ich jetzt hier weitermachen, glaube ich, war das, ne? Du? Hör mal, Fahrrad, bla bla bla. Ah, sehr interessant. So. Ah, da vorne kommt, glaube ich, gleich ein Trainer, ein Rivalenkampf, meine ich, vielleicht, maybe. Ah, weiß nicht so genau. So, ich bin gespannt, hoffentlich stirbt uns Lisa Donner nicht weg, weil wenn Lisa Donner uns verrecken sollte, Schnauze da oben, mache ich mir wirklich große Sorgen für den nächsten Arena-Kampf. Komm her. Zeig dich! Ich habe hier im hohen Gras ein paar echt coole Pokémon gefunden. Ja, toll. Ich habe auf dieser Route trainiert. Ich weiß, was da für eine Scheiße auf uns wartet. Kann auch erschienen sein. Was? So, Tenaga Frieda mit einem wunderbaren Namen möchte mit seinem Pfiffchen antreten. Pfiffchen. Ob es gleich an mir schnüffeln wird. An meiner Riesennase. Hendrikus! Ich glaube, Hendrikus schafft das. Ich glaube, Hendrikus wird das wirklich schaffen. Hendrikus ist vor allem schneller, das ist... Wow. Du
bist untergelevelt noch gegen Walter. Nein, bin ich nicht. Walter hat 21 Level Cap. Und ja, zwei Level aufwärts ist vertretbar. Wir werden Walter schon besiegen. Ob wir das verlustfrei machen werden, das sei dahingestellt. Ich habe keine Ahnung. So, noch einmal Felsgrab. Mögest du gesteinigt werden. So. Rippchen. Mit Hendrikus werden wir jetzt erstmal uns bis zur nächsten Stadt vorkämpfen. Stolunior. Schaffen wir schon. Du hast dann aber das Wesen verkackt. Diapos. Oder war mäßig ein... Ja, ihr müsst mir nicht kompetitivmäßig was züchten. Es reicht, wenn ihr einfach ein Ei rübersenzt, dann passt das schon. So, Stolunior soll es sein. Ja, komm. Da wir die Tarnsteine haben, mach ich mal Tarnsteine. Für das nächste Pokémon, falls es Robustheit haben sollte. Boah. Lebensschelle. Du Ekliger. Voll ins Gesicht. Hier, ich steinige dich. Und ich treffe. Wahnsinn. Oh, diesen Damage an, Alter. Boah, mega geil. Ich gebe dem Ding gleich eine Kopfnuss. Gut, dass er uns dass er nicht schnell ist als wir. Er würde uns sonst... Boah, er könnte uns flinchen. Er könnte uns richtig tot flinchen. Kopfnuss. Ja, das könnten wir machen, Diapos. So. Weißt du was, das dauert mir zu lange. Wir nehmen einfach mal... Whitey, komm. Whitey darf im nächsten Kampf, also im nächsten Arena-Kampf darf Whitey sowieso nichts machen. Da hat Whitey Kampfverbot. Und ja, es hat einen Grund. Ich glaube wohl nicht, dass Whitey gegen Walter kämpfen muss. So. Hallöchen Kilian und Stoli, willkommen im Stream. Schön, dass ihr da seid. Gut durch die Woche gekommen? Ich hoffe sehr. Irgendwie bin ich hier schattig zu sehen, die Beleuchtung. Durchs Fenster kommt mehr Licht, als die Lampe macht. Das ist ein bisschen scheiße. Ich glaube, wir haben gerade ein bisschen übertrieben, aber egal. Erfahrungspopel für Whitey. Mhm. Frivolous. Okay. Tschüss, Whitey. War schön mit dir. Wir könnten auch drinbleiben und angreifen, aber ja, auf einmal kommt er mit Donner und Crit an und dann Rip Whitey, weil wir ihn aus irgendwelchen Gründen nicht one-hitten können. Man weiß nie. Pokémon ist unberechenbar. Nur einmal Felsgrab, wir werden ihn wieder steinigen. Wo ist Walter? Kannst du ihn finden? Ist das eine Anspielung auf irgendwas, was ich nicht kenne? Nein, du hast nichts verpasst, Kilian. Wir sind gerade erst angefangen. Das ist der erste Kampf heute überhaupt. Nachdem ich wieder auf die Route gelatscht bin. So, Frisbee ist tot. Genau. Ganz genau. Hobby sagt wenigstens die Wahrheit. Nur cool zu sein verhilft einem wohl leider nicht zum Sieg. Ja, das liegt daran, dass du ein Teenager bist, aber dein Zubiris auf dem Shirt ist schon irgendwie cool. Natürliches Licht in meinem Zimmer, das kommt von da. Das kommt von da durchs Fenster rein, trifft mich aber nicht. Ja, Mann. Okay. Warte mal kurz. Man weiß nie. Man kann nie auf Nummer sicher, genug auf Nummer sicher gehen. Man muss es ja nicht ganz übertreiben. Hier. Ach, was soll's. Weite hier, bitteschön. Ich meine, jetzt kommt ein Trainerkampf. Ja, da ist sie schon. Da ist sie schon. Die alte Falte. Hallo. Hi, Domasi. Lange nicht gesehen. Ich suche gerade nach Pokémon. Mein Vater redet immer davon, dass er früher noch viel mehr Natur, dass es früher noch viel mehr Natur in dieser Welt gab, bevor das Meer kam und erstmal die Bewertung für das Spiel runtermachte. Es soll auch viel mehr verschiedene Pokémon-Arten gegeben haben. Natürlich. Mit meinem Vater interessiere ich mich sehr für diese Pokémon der Vergangenheit. Deshalb betreiben wir Feldforschung, weißt du? Auf dem Weg hier, bla bla bla. Bla bla bla. Laber nicht so viel und lass unsere Fäuste sprechen. In meinem Zimmer, hust, hust. Donny hat ein Fenster. Das ist ja so nicht Gamer. Klar ist es Gamer. Wenn du wüsstest, mein Freund, wenn du wüsstest. Ja, stimmt schon. Ein Knilz. Das ist Level 18.
Okay. Auf Level 18. Sehr schön. Machen wir mal den hier. Dönerwelle. Sei behindert, du kleines... Knulliges Knilz? Ich weiß nicht. Eieiei. Kannst du nicht Paradings sein? Ja, das gefällt mir gar nicht. Ja, too much water. Das stimmt allerdings. Ein Crit würde mich töten. Aber ich möchte unbedingt die Tarnsteine raushauen. Komm schon. Tarnsteine! Way! Dann weiß ich schon, wenn ich gleich reinwechseln muss. Gut, dass ich noch nicht gewechselt habe, sonst wäre das reingewechselt jetzt Paradings und nein. Behinderung ist nicht toll. Behinderung ist nicht toll. So, jetzt ist es Zeit rauszuwechseln. Hm? Wie wäre es. Ja, das wäre es noch. Wie wäre es denn mit. Ich könnte jetzt auf dieser Donner gehen, aber. Ja, das stimmt allerdings. Möchte ich einfach Lisa Donner? Nein, das wäre zu easy. Komm, wir nehmen. Wieso? Wieso? Darf es mich so oft angreifen, obwohl es behindert ist? Im Chat oben steht die Antwort. Megasauger, natürlich. Oh, putzig. Putzig! Ich würde mal sagen, Klauenwetzer. Damit der Zerschneider auch immer zu 100% trifft. Arschloch. Natürlich trifft es immer. Wir sind trotzdem schneller. Komm schon, zerschneide es! Na? Krieg ich die Fullpara? No. Keine Fullpara. Ich bin begeistert. Jetzt wird's ekelhaft. So ein richtiges Wichsknilz ist das. Da kannst du sagen, was du willst. So ein richtiges Wichsknilz. Bleh. Ist ja widerwärtig. Olderstar 3, willkommen im Stream. Was geht ab? Pokémon-Kampf geht ab. Gebe gegen Maike. Maike. Die Zerstörerin des Bösen. Ja, erledigt. So, Nervensäge ist down. Bisschen Erfahrungspopel. Hendrikus Level 17, da freut Hendrikus sich mit seiner Riesennase. Schneckmack. Das ist bestimmt ein Reptane. Glaubst du, dass du den RS-Eggblock schaffst? Ja, das wird schon. Es wäre traurig, wenn ich die nicht schaffen würde. Eigentlich möchte ich gerne jede Nuzlocke, die ich spiele, schaffen. Es wäre doof, wenn ich ein Ziel habe, möglichst schnell oder möglichst mittig von der Nuzlocke zu verrecken. Das wäre. Nein, das wäre doof. Steinwurf. Aua, voll auf den Kopf. Es ist behindert und kann nicht angreifen. Toll. Segel, der verdammte. Komm schon, ich will es umklatschen. Ich will es zerschneiden. Es ist eine Schnecke. Einäschern. Eieiei. Juhu. Ja, Mann. One hit. Woo. Wieso rockt einfach alles? Und als nächstes kommt Morabel. Morabel. Wie wär's mit einem Kampf der Wasserstarter? Auch wenn wir nur zufällig weit hier als Wasserstarter haben. Weiti! Zeig, was du kannst! Bring das Morabel um die nächste Ecke. Es ist Level 20, juhu! Nicht schlecht. Okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Ich mache einfach mal Blubber. Trifft ja. Morabel ist ja, glaube ich, schon. Ist ja, glaube ich, schon Dings, ne? Boden. Müsste ja neutral treffen. Oh ja, mächtig. Geduld. Immer mal Panzerschutz. Ja, speichern wir ruhig Energie. Panzerschutz! Yay! Der Link mit der grünen Mütze. Hey, wie geht's dir? Alles gut? Ich hoffe doch. Erzeugt mal ruhig Energie. Oh, aua, Hilfe, ich habe Angst. So. Macht die ernsthaft Geduld, die Alte hat doch nicht mal eine Tasse im Schrank. Hier, Aura-Sphäre!
Nee. Hm, habe ich das? Ernsthaft? Warte mal kurz. Ich heile mich mal hoch, also sonst verrecke ich noch. Habe ich echt das falsche Kapital freigelassen? Wenn ja, dann habe ich Pech. Bin über Status heil. Heilstatus. Okay, einmal den hier. Okay, Moral ist nicht zu unterschätzen. Einmal hochhealen. Dankeschön. Lebensschelle. Ja, mach mal ruhig. Es ist so nervig. Es ist unglaublich nervig. Aber was wäre... Ich würde sehen, was ist das noch... Ohne Heil-Items. Ja, natürlich. Man kann es übertreiben, Hobby. Es ist so schon knackig genug. Habe ich echt das falsche... Habe ich echt das falsche Kapital freigelassen? Da muss ich gleich mal nachgucken. Wenn wir in der nächsten Stadt sind, dann muss ich nachgucken, ob ich wirklich das falsche Kapital freigelassen habe. Wenn ja... Fail. Komm, mach mal Drachenpuls. Er hat ein Safe-Hit, aber hey... So. Wie dumm es einfach lebt. Jetzt eine Wasserdüse. Ach, wäre das toll. Lebensschalter! Hast du wirklich gemacht? Ah. Dann habe ich Pech gehabt, dass ich ja Don Agro freigelassen habe. Ja, doof gelaufen. So, erledigt. Fast ein Level up, meine Fresse. Siehst du, Don Agro. Scheiße. Egal. Ach du Scheiße. Du bist stärker, als ich gedacht habe. Und du hast deinen Don Agro freigelassen, weil du doof bist. Das hätte so mächtig. Egal, ich hatte meinen Blind Ogen Garados. Das passt schon. Du hast fleißig trainiert, Eva? Ja, habe ich. Ja, erschöpft. Dafür bricht es einfach mal ein Otto raus. Ja, mal gucken, ob es in haut, ne? Oh, das Item-Radar. Oh, toll. Ich drück die alte mal weg, die geht mir auf den Piss. Bla, bla, bla. Ja. Mach's gut. Tschüss. Warum hat die schon ein Fahrrad? Cheaterin. Ich will auch ein Fahrrad. Schweinerei. Ja. Nein, er will das Boot, Mann. Oder er brütet was Gutes aus. Jetzt geht der Beef sofort wieder los. Das Beef ist real und das ist nicht beefy. Wow. Es ist so unglaublich hoch vom Level. Ich mach einfach mal Felsgrab. Mal gucken, wie viel Schaden wir machen. Los, Hendrikus, du musst auch ein bisschen leveln. Für den nächsten Arena-Kampf. Hendrikus wird da nämlich auch einen großen Auftritt haben. Habe ich so für mich fest, habe ich für mich so entschieden. Mach doch nicht mal Ruckzuck-Hieb. Komm schon, Junge. Das bringt doch nichts. Siehst du? Du bist trotzdem RIP. Ah, Rippchen. Okay, auf in die Stadt. Ich möchte jetzt gerne problemfrei durchkommen. Sag ich mir dein Pokémon-Team. Zeig es mir. Pokémon-Sammler Edwin. Edwin mit seinem Lahmbracher. Natürlich ein Lahmbracher. Hendrikus, da bleibst du nicht drin. Das stimmt auch wieder. Diabos, da hast du recht. Sie hat einfach einen Dad, der unglaublich viel Geld für ein Fahrrad über hat. Dass das Fahrrad immer so teuer sein muss, ne? Ich meine, ist schon, ja, ist aber auch irgendwie gerechtfertigt. Es ist immer ein Fahrrad. So, komm. Na, stimmt allerdings. Ein Blubbel. Blubbel. Edwin Van Cleef. Natürlich, natürlich. Oh, Sternschauer, hier komm. Einmal den Hut zerreißen. Oh, komm, Kratzfurie. Komm, triff fünfmal. Drei. Okay, wow, dreimal nur. Wahnsinn. NPC trifft dreimal mit Kratzfurie. Das Spiel ist kaputt. Sternschauer! Ah, wir müssen gleich mal gucken. Ich glaube, mache ich das vor der Arena oder mache ich das einfach aus Trotz nach der Arena? Blanas. Blanas. Hier, komm. Lisadonna, du darfst draufhauen. Hast du die Eier noch geschaffelt? Weiß ich gar nicht. Ich weiß nicht, ob die schon geschaffelt sind. Und selbst wenn sie nicht geschaffelt sind, die Eier auf der Box, wüsste ich nicht mehr, welche Eier von wem sind. Das wollen wir mal nicht vergessen. Ich habe absolut keinen Plan.
Hier, Drachenwut. Ich habe Angst vor Rückstoß. Wegen Flammenblitz. Mann, ey, wie viel Schaden das macht. Wow, Rasierblatt. Mächtig, mächtig. Ich bin fasziniert. Flammenblitz. Bring es um! Flauschi! Hey! Flauschi, alles klar. Was ist das denn für ein Smiley? Ach, ein Evoli-Smiley. Wie geht's dir? Lisa Dorn, da kriegt Erfahrungspopulis. Wow! Edwin wurde besiegt. Ich hätte doch so gerne meine Sammlung vervollständigt. Der wollte mich beklauen. Das merke ich erst jetzt. Der wollte mich echt beklauen. Was für ein Drecksack. Wenn er mir meine Viecher klauen hat. Ich glaube, es hackt. Ich bin unter der Brücke. Unter der Brücke. Ich drehe mich um, wird angegriffen, natürlich. Alles klar, Marvin. Ich bin gespannt. Ich fliehe einfach mal davor. Fluch gescheitert. Es ist so traurig. Hendrikus, deine riesige Kompassnase. Sie müsste eigentlich triggern und fliehen. Na komm schon. Zickzack, du bist dumm. Du bist angekommen. Yay! Mehr Chance auf Songs. Yay! Mir geht's gut, Flauschi. Hallo? Arschloch. Ich weiß bereits, wie deine Strategie aussehen wird. Es ist praktisch unmöglich, dass ich verliere. Bin ja mal gespannt, du alter Psychopath. Psychopath Wendelin möchte kämpfen. Wendelin, was für ein komischer Name. Oh, pass auf, jetzt kommt er mit Kraftreserve an. Könnt ihr da Kraftreserve machen? Nee, du bist zu langsam. Das ist mir schon immer klar gewesen. Kraftreserve, das ist dann, glaube ich, immer Kampf, ne? Wir werden es herausfinden. Na, ist es Kampf? Es ist Kampf. Okay. Felsgrab! Ja. Natürlich lebt die Sau noch. Okay, eine Kampfkraftreserve. Ja, da habe ich doch die perfekte Antwort für. Los, ihr Wolf! Es ist nicht sehr effektiv auf dich. Das schaffst du. Damn, damn, damn. Kraftreserve, Kampf. Easy. Easy, total easy peasy. Ruckzuckhieb. Ruckel, zuckel, hieb voll ins Gesicht. Abra geht down. Und er hat gedacht, er kann mich besiegen. Was für ein Lutscher. Wendelin wurde besiegt. Die eigene Niederlage konnte ich nicht voraussehen. Das spricht für deine Fähigkeiten. Oh, steht der LKW so richtig? Nein, wendel ihn. Oh, bitte nein. Hallo Destiny, bitte nein. Die Wendelin. Oh. Na, bist du jetzt schnell genug? Wow! Hendrikus ist tatsächlich geflüchtet. Der Wahnsinn, der ist ja der Oberbörner. So, raus aus dem Gras. Oh, ein Angler. Hm? Was möchte ich denn gegen den Angler einsetzen? Ich glaube, Eva Braun möchte da gerne kämpfen. Eva oder? Oder? Eva? Wir setzen diese Donner nach vorne und gucken einfach mal, was er einsetzt. Hendrikus hat erst mal Kampfverbot. Welche Fähigkeiten, Donny? Bei welchem Pokémon möchtest du es gerne wissen? Hey, was fällt dir ein, mich einfach so anzusprechen? Du siehst doch, dass ich gerade am Angeln bin. Du fängst eh nichts außer Garbodor, die ich dann für dich freilassen werde. Donnagro! Tentaha wird von Blablabla. Oh nein, ein Tentaha, Hilfe, oh mein Gott. Ich habe solche Angst. Drachenwut! Na? Das ist ein One-Hit, Wahnsinn. Hm. MCs haben Kraftreserve Kampf, jedenfalls ab einer gewissen Gen 5 Platin, glaube ich. Ah. Was kommt jetzt? Weilmeer. Weilmeer. Hier. Unser Zerstörer auf Doom. Wieso wird jetzt Weilmeer für die Tiere und den ganzen Walspeck rausschneiden, damit wir den teuer verkaufen können? Ich meine, die Japaner freuen sich. Wir machen immer Klaumetzer. Ich möchte immer treffen. Hm. Ach so.
Oh nein, Hilfe. Ich bin im Strudel gefangen. Im Apfelstrudel. Wenn es wenigstens Apfelstrudel wäre. Oh, hätte ich jetzt Bock drauf. So, ich bin gefangen. Ich darf nicht raus. Ist egal. Ich werde dich jetzt sowieso filetieren. Zack. Yes. Jetzt kommen wir mit Walzer an. Bist du bedeppert oder was? Ich meine die Fähigkeiten von denen der Psychopath gesprochen hat. Ja, der Psychopath, den vergessen wir einfach mal, das ist ein No-Name-NPC. Wir haben schon völlig vergessen, wie er heißt, denn wir mussten einen LKW wendeln. Oh Mann. So, umklatschen. Danke, jetzt habe ich Hunger. Das freut mich. Das freut mich doch sehr. Hatte Walfett nicht einen besonderen Namen? Ja. Genau, Waldran. Oder? Vielleicht auch einfach nur Walspeck. Ist ja auch Wurst. Es ist Jacke wie Hose, sagt Pierre der Franzose. Oh, nein, du brauchst ein Fahrrad, sonst bist du scheiße. Das wusste ich doch schon immer, mein Freund. Ah, du kleiner Racker, du. Na, alter Mann, schenkst du mir was? Nö, Arschloch. So, her damit. Yonago-Beere, oh toll. Und das nächste, Yonago-Beere, oh toll. Was wohl das nächste ist? Warum kriegen wir eigentlich nur zwei Beeren, wenn da drei abgebildet werden? Das ist gemein. Das Spiel cheatet und verarscht uns wie eh und je. So, auf in die Stadt. Oder besser, auf ins Einkaufszentrum. Oh nein. Oh, den habe ich vergessen. Oh, ich mag den nicht. Ich kann den Charakter nicht ab, ey. Wow, das ist also Malvenfroh City. Dir scheint es dir zu gefallen. Was sagst du? Wollen wir uns in der Gastromeile Malvenfroh einen kleinen Imbiss besorgen? Er will sich besorgen. Wow. Oder doch lieber ein Fahrrad aus Radlers Radladen. Ein bisschen Sport hätte dir gut. Denn ich bin Milliardär und kann dir ein 1 Million Euro oder Pokédollar teures Fahrrad ruhig 20 Mal kaufen. Nein, zuerst will ich mein Glück in der Arena versuchen. Was? Mal sehen, wo ist hier die Arena? Rechts von dir. Geradeaus. Aha, verstehe. Einfach geradeaus, direkt hinter dem Garten in der Mitte der Stadt. Ja, hau ab. Aber... Heiko! Ich mag den Charakter nicht. Ich mag ihn einfach nicht. Ich kann den Charakter ums Frecken nicht ab, ey. So, ich habe keinen Plan, was man hier nochmal alles machen kann. So wollte ich das gar nicht. Ist das eigentlich so... Ja, das ist so richtig so. Okay. Boah, die Stadt, das Kaufhaus ist ja riesengroß. Ich habe keinen Plan, was wir alles finden können. Ich weiß es nicht mehr. Vieles Zeug, was man für so ein Playthrough nicht braucht. Ich würde mal sagen, wir gehen einfach mal zur Arena. Na komm schon, Junge. Minion. Fahrrad holen, Terms kaufen, Dampfwalze für Hendrikus. Dampfwalze gibt's. Oh, geil. Ach komm, ich drück den weg. Blablabla, blablabla. Ich übernehme mich doch nicht, ich bin noch kein Lutscher mehr. Doch, bist du. Oh, Heider Marcy, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, sind Trasna und ich viel stärker geworden. Mir liegt viel daran, dass du und mein Onkel das versteht. Deshalb meine Bitte, kämpf gegen mich, Don Marcy. Nö. Aber wenn wir nicht gegeneinander kämpfen, erkennt mein Onkel nie, wie stark ich geworden bin. Ja, ist doch nicht mein Problem. Tschüss. Ey, geh mal so weg, Bitch. Und Wassersäulen, Feuersäulen für deine Stadt. Ah, stimmt, hier gibt es auch die Säulenattacken. Oh, danke für die ganzen gerechtfertigten Spoiler-Infos. Danke dir. Du kannst Menschen töten und Hände essen. Das geht natürlich auch, das wollen wir nicht vergessen. Warum hast du das gemacht? Mein Magen hat ganz schön gegrummelt und nur Hände konnten nicht zufriedenstellen. Okay. Wir haben Müll gefunden. Müll kommt weg. Sanftglocke. Ja, behalte ich aber mal. Vielleicht kriegen wir irgendwann mal einen Zubat. Man weiß nicht. Man munkelt. Behalten. Okay. Ja, wie hat der Traster gelaufen? Er hat überall die Sonnenbonbons. Die Sonnenbonbons gefunden, die wir nicht mal finden können. Und ja, er hat es einfach so hochgescheatet. Ja, oh, voll geil. Super, danke. Da ist auf jeden Fall das drin, was ich haben will. Zeig mal her. Was hast du denn so? Wir können uns nichts leisten. Warum bin ich so arm? Oh, Steigerungshieb, Dampfwalze, Ladestrahl. Ja, ist nicht so meins. Ero Arsch, Giftschock. Wir können uns nichts leisten.
Ich bin so arm. Ich bin so arm. Ja, ein Shiny Super, das wäre doch total zufällig, ne? Das, ne, Diapos? Wo war das nochmal? Hi. Ungeschwitzt können Unterricht nehmen. Lodernes Feuer. Mhm, ja. Alles klar. Tanz dich stark. Ach so, alles klar. Du, yo, Homie, willkommen im Attacken-Dojo. Ja, ich bin bereit. Was geht? Was geht, Homie? Alles klar. Ja, Halleluja. Die Säulenattacken. Oh, voll geil. Säulenattacke? Ja, Whitey soll es lernen. Los, Whitey, lerne es. Xian 80. Wow. Mit Feuersäulen kombiniert steigt die Wirkung und ein Regenbogen erscheint. Ah, sehr schön. Tschüss, Blubber, es war schön mit dir. Ja, Blubber kann ruhig weg. Blubber, es ist nur ein Blubber, hey. Der hat Pokémon gefangen und sie wieder freigelassen. Genug Geld scheinen sie ja zu haben. Das stimmt allerdings. Was für grausame Menschen müssen das einfach sein, wenn sie einfach Pokémon benutzen, um hochzuleveln und dann freilassen. Wahrscheinlich haben sie in Fleischwolf gesteckt und haben daraus Mettbrötchen gemacht. Boah, jetzt ein Mettbrötchen. Mit Zwiebeln, Salz, Pfeffer. Oh, und in den Deckel Maggi kippen. Oh, geil, Alter. Was? Was war das? Das Pokémon ist nicht zutraulich genug. Willst du mich verarschen? Du Hundesohn. Du dreckiger Elender. Der will mich verarschen. Ich glaube, mein Schwein springt im Quadrat, ey. Jetzt bin ich völlig desillusioniert. Krieg ich eigentlich ja schon ein Fahrrad? Ich weiß es gar nicht. Hast du dir eigentlich die Links angeschaut, die ich dir geschickt habe? Ja, Destiny habe ich. Mit die einzig wahre Mauermarmelade. Das stimmt allerdings. Oh, ein leckerer Mad Eagle. Es gibt nichts Besseres als ein leckerer Mad Eagle. Und wenn mir jemand den Mad Eagle wegfrisst, dann werde ich sauer, da kenne ich keine Freunde. Na, was haben wir denn hier? Kundschaft und dann auch noch so energiegeladene. Wer ich bin, nämlich einfach Radler. Ich bin der Besitzer dieses Radladens. Deine Schuhe sehen ja wirklich schmuddelig aus. Kommst du von weit her? Aber natürlich. Hui, du bist wirklich den weiten Weg von Furzelheim bis hierher gekommen. Meine Jüte! Das muss ja ein richtiger Vergewaltigungsmarsch gewesen sein. Oh, wenn du wüsstest, die ganzen Weiber haben geschrien und gequiekt wie kleine Schweinchen. Mit einem meiner Räder wärst du ein ganzes Stück flexibler und könntest unterwegs auch noch eine sanfte Brise auf der Haut spüren. Oder genießen. Weißt du was? Ich schenke dir eins meiner 1 Million teuren Fahrräder. Ja, ja, Kunst oder Eilrad. Ich nehme natürlich das Eilrad. Es geht nichts über das Eilrad. Eilrad! Das Heilrad. Das Heilrad. Was? Und was sagst du zu den Links? Ja. Von der Musik her schon ganz gut. Aber mal gucken, mal gucken. Schinken? Schinkenspecker. Was? So, wir gehen erstmal rüber. Wir müssen erstmal Pokémon fangen. Oh, die will bestimmt kämpfen. Hilfe, ich habe Angst. Habe ich? Ja, aber ich habe die Angel drin. Na, komm schon. Boah. Wie kann man nur so ungeduldig sein, du Honk? Los, Angel! Zieh mir ein Carpador an Land. Damit ich es freilassen kann. Nachdem ich es gegen ein Ei ausgetauscht habe. Ich habe dann Akku freigelassen. Oder ein Tentara, ist auch egal. Wie kann das so doof sein? Was ärgert mich jetzt voll? Da, Dreck. Elender. Level 5. Wahnsinn. Level 5. Ich habe Angst. Pokémon. Yeah. Flup. Was steht da? Mit einem würdest du selbst unterwegs schön penetriert werden. Das stimmt allerdings, wenn man sich falsch draufsetzt. Ernsthaft? Du brichst aus? Willst du mich verarschen? Oh, ein Crit. Oh, toll. Hilfe. Warte mal. Wenn das Vieh es so will, soll das Vieh es so haben. Du hast es so gewollt, Tintacher. Also sollst du es kriegen, mein Freund.
Los, Hendrikus. Wenn ich mich jetzt haue, ne? Dann werde ich sauer. Ist doch nicht wahr, ey. Komm, vergifte mich. Komm schon, ich will es doch nur paradingsen. Halleluja. Nicht mehr behindert, das ist schön. Ich meine, nicht mehr dumm. So, Giftstachel, natürlich trifft es. Ja, 100% Superschall. Und natürlich die Instant-Vergiftung. Ich vergaß. Ich glaube, ich sollte mal rauswechseln. Alter, 5 KP, das ist... Wuh! Smaran! Ah! Eva Braun, zeige deine wahre Natur. Giftstachel, oh nein, Hilfe. Zack, toxische Vergiftung. Ist das zum Glück noch nicht möglich? So, auf ein neues Pokéball. Ich habe nicht so viele Bälle, das ist... Also, einmal, nur noch einmal darf ein Vieh ausbrechen, dann... Willst du mich verarschen? Was hast du für eine beschissene Fangrate, du Missgeburt? Catch the Krüppel. Ja, würde ich gerne. Ja, ist ja wohl ein Witz, ey. Du dumme Sau. Hallo, es bleibt drin, du Affe. Ist es männlich oder weiblich? Eigentlich ist es egal, es ist dumm. Ja, das merke ich gerade da. Darkrai, Marvin, Darkrai. Aber wir haben es gefangen. Klasse, wir können es durch ein Ei ersetzen. Dummes Vieh, ey. Manchmal glaube ich echt, ich bin desillusioniert, möchte ich schon fast sagen. So, wir lassen die mal... Die wollen auch bestimmt kämpfen, ne? Wir gehen erstmal ins Pokémon Center, heilen uns hoch, klatschen die dann um. Na, komm mal her. Ich sollte auch mal jetzt, da wir jetzt einen Drahtesel haben... ...registrieren. Läuft. Ja, aber das, so. Heile meine Pokémon. Du kriegst auch überhaupt viel dafür. Nicht. So, guten Morgen. Bla bla bla. Tschüss. Er wollte nur mit einem Tentacherball gefangen werden. Das stimmt allerdings. Auch wenn ich glaube, dass du Tentacher meinst. Aber egal. Ich habe das falsche Kaputte freigelassen. Ich könnte mir den Arsch beißen. Tatsächlich ist es nicht mehr da. Ja, wie kann man, wie kann ein Mensch nur so, ne, wie kann ein Mensch nur so? Es hätte ein großes, starkes Gyarados werden können. Hätte. Das sind die Eier, die ich noch und so, ne, nutzen kann. Und ja, das ist das Erste, was ich austauschen darf. Ich sollte aufpassen, dass ich nicht aus Versehen mein, Glitchy freilasse. Das wäre ganz fatal. Elfatal. Ich bin ein trauriges Panda-Bärchen. Wunderschöne guten Abend. Oh, danke dir. GTA-Zocker91, willkommen im Stream. Wie geht's dir? Ich hoffe gut. Ich hoffe, du hast die Woche gut überstanden. So. Wir fangen noch zwei Pokémon. Ich vergesse immer, dass das Steuerkreuz anders als bei Sonne und Mond zum Laufen ist. Ich will immer nach unten, ich will einfach nur drücken und dann losradeln, aber ja, Umgewöhnung und so weiter, ne? Ich möchte gerne was fangen. Hallo? Ah, sieh mal einer, guck. Ist hier irgendwo gerade? Jetzt muss ich tatsächlich wieder angeln. Wenn ein Tentakel kommt, werde ich instant flüchten, möchte ich nur mal anmerken. Da habe ich nämlich keinen Bock drauf. Das Alk könnte von dir sein? Interessant. Wäre cool. Okay, wir gehen mal ein Stück weiter. Vielleicht haben wir da bessere Chancen beim Angeln. Na? Na? Jawohl. Bitte kein Tentacher. Bitte nicht. Nein, bitte nicht. Bitte, 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 bitte. Oh, Kapolo! Was? Du hast noch nicht das Fräulein anreden? Was? Welches Fräulein meinst du? Ich weiß nicht, was du meinst. Okay, wir schmeißen einfach mal einen Ball. Komm, es ist nur Carpador. Es ist nur Carpador. Es will jetzt nur fröhlich rumplatschen.
Das kannst du aber auch auf dem Box, bevor es im Daten-Nirvana verschwindet, weil ich es freilassen werde. 3, 2. Ja, die Sache mit den Schwächen und so. Ach so. Ich spreche die nicht an, weil die Event-Pokémon hat, die ich noch nicht abgeholt habe und das werde ich jetzt auch nicht tun. So. Wir müssen es paradingsen. Wenn du wüsstest, mein Freund, wenn du wüsstest. Was würde ich denn da machen? Ich will doch nicht wieder austauschen. Dönerwelle. Komm schon. Sei behindert. So, das haben wir. Ja, erst mal anfangen. Sollte ich mir angewöhnen. Es scheint nicht mehr so gut zu laufen wie am Anfang. Ja, okay. Wenn du nicht drin bleibst... Ich kann das VR nicht wirklich schwächen. Wenn du jetzt nicht drin bleibst, dann bringe ich dich um. Mit dem Pokémon, alles klar. Komm schon, bleib drin, bleib drin, bleib drin. Ja! Klasse, Kabadoof wurde gefangen. Freue ich mich. Möchtest du? Nein. Okay, wir müssen Bälle kaufen. Wir müssen Bälle einkaufen. Das Tolle ist, da ich jetzt das Eilrad habe. Oh, können wir so schnell die Eier ausbrüten. Oh, ist das toll. Da freue ich mich wirklich. Also, das wird einiges erleichtern. Wir brauchen Bälle. Bälle. Ja. 12 können wir kaufen. Das heißt, ich nehme 5 mit. Ja, ich bin echt arm. Ich brauche mehr. Ich brauche einfach mehr. So. La 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 la. Ganz genau, Diapus. Ganz genau. So. Ach, die pensionierte Pension. Ah. Boah, wie sind die vom Level hier? Da muss ich mal gucken. Bälle, wir brauchen Bälle. Ganz genau. Ich bleib mal mit Lizardonna drin. Lizardonna und Whitey. Ich würde gerne Doppelkampf mit den beiden machen. Aber du willst nicht... Du willst... Alter, ich bin... Also, ja, ganz toll. Dann beachte doch mal bitte den Baum und die beiden Grasfelder drumherum. Ja. Lasst es ein bisschen auf euch wirken, während ich was trinke. Fällt irgendwas auf? Ich weiß nicht so, ne? Also, ich hoffe, es wirkt auf euch. So, weiter geht's. Hallo? Ich bin zwar mitten in einem Triathlon, aber lass uns trotzdem schnell kämpfen. Wenn du meinst. Wenn du meinst, dass das ist, was du tun willst, dann nur zu. Okay, mal kurz. Ja, links gucken. Okay. Alles klar. Schön, wie ich meinen eigenen Stream auf Twitch nicht gucken kann, weil der freest. Aber egal, solange der Stream flüssig läuft, ist das gut. Das kenne ich doch schon, das glaube ich dir. Ja, Igor möchte kämpfen mit seinem Dodo. Dodo. Dodo ist cool und Dodri ist cooler. Ich mag die beiden Viecher. Ich habe nicht umsonst einen Dodri gezüchtet. Lizardonna möchte gerne draufklotzen. Drachenwut. Wie geil ist einfach das mit Drachenwut? Ich bin so happy. Lizardonna muss auf jeden Fall zutraulicher werden. Ich sollte Lizardonna die Sandflocke geben. Bin sauer! Natürlich, noch einmal Schaden drücken, Arschloch. Puh. Tja, Diapos, wenn du das nicht verstehst, dann tut's mir leid. Ich dachte, du wärst schon etwas älter, mein Freund. Geht ja mal gar nicht. Erfahrungspopel, Level up! Woo! Okay. Lizardonna darf jetzt nicht mehr kämpfen. Jetzt habe ich keine Energie mehr. Das ist schön. Da freue ich mich immens. Das ist das Beste, was du machen kannst. Keine Energie mehr haben. Wie lange das heute geht, weiß ich selber noch nicht. Aber es wird eine Weile gelaufen. Halt. Bevor ich es wieder vergesse. Erst behindert machen, dann schmeißen.
So. Penisrute reinhalten. Und? Na? Yeah! Double Schwing! Was haben wir? Wieder ein Karpadoof oder ein... Ein Karpadoof. Das stimmt, ja. Ich verstehe. Langsam verstehe ich das Mysterium deiner komischen geistigen Wellen. Alles klar. So ist das also. Genau, GTA-Zocker. Als GTA-Spieler erwarte ich auch, dass du es verstehst. Weil, das ist so eine Sache mit GTA, ne? Da ist sowas ja auch ganz gerne mal gesehen. So, hier. Schmeiß den Ball voll auf den Kopf. Wahrscheinlich Carpador so in den Mund geworfen, so. Und dann wird es einfach eingesaugt. Dann frisst der Ball Carpador und Carpador nicht den Ball. Hey, läuft. Wir können 3 Eier ausbrüten. Ich freue mich. Machen wir... Ganz knapp vor dem Level-Up, ey. Möchtest du... Nein. Ganz knapp vor dem Level-Up, das geht ja mal gar nicht. Ich würde mal sagen... Wir klatschen die Alte um. Bim-bim. Wir klatschen die Alte um, dann hat Hendrikus sein Level-Up. Das kann er noch gut gebrauchen. Soll ich... Jetzt frage ich euch einfach mal. Soll ich die 3 Eier, die ich jetzt ausbrüten darf, ausbrüten, bevor ich in die Arena gehe oder nach der Arena? Du bist schon groß und viel. Oh, das freut mich. Für dich. Für dir. Der 6 Pokémon. Wow. Oh, die so viel. Das ist krass. Na, was machst du? Natürlich. Komm, hau dich selbst, Hendrikus. Hau dich selbst. Na klar, das war so. Das war so obvious. Ich will einmal treffen. Scheiß Nibbel, willst du mich verarschen? Vor der Arena. Ah, okay. Ja, Treffer! Und versenkt. Ja, die Urla hat 6 Pokis, das merke ich jetzt auch gerade. Das ist übrigens One-Hit, sehr schön. Yeah, Hendrikus wird groß und stark. Level 18. Er ist volljährig. Azuril. Azuril? Oh nein. Brüt sie aus. Sofort, du Sau. Okay, geht klar. Ich brüte die davor aus. Bevor wir in die Arena gehen. Alles klar. Ist geritzt. Ich bin nicht mehr dumm. Also, Hendrikus ist nicht mehr dumm. Ih, Blubstrahl. Warum kannst du das? Ah, okay, alles klar. Dass das hilfreich wird, habe ich jetzt nicht erwartet, wenn ich ehrlich bin. Ah, Valley. Hallo. Wie geht's dir? Ich hoffe doch gut. Angriff sinkt, das ist aber nicht toll. Wird Hendrikus es schaffen? Kann Hendrikus sie alle besiegen? Mit einem runtergedrückten Angriff? Wahrscheinlich nein. Was kommt da mit Blubber? Warum nicht Blubber? Komm. Außer Züchten hat die Alte nichts im Kopf. Deswegen macht sie sowas. Hier, komm. Nee, das Vieh schaffst du, Hendrikus. Ich glaub an dich und deine Mega-Nase. Hendrikus, seine Nase wird jeden besiegen. Außer das... Nee, außer... Es ist ein... Es ist ein besagtes... Ja, Hendrikus kommt zurück für Evolve. Ja, komm, mach. Und? Da ist es... Goldini, Goldini. 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 Das elegante Fischstäbchen von eben an. Hornattacke. Au, voll ins Auge. Geht ja mal gar nicht, ey. Voll ins Auge. Klatsch es um. Was? Jetzt ist sie selbst. Was? Oh, Level 20, sehr gut. Oh! Oh! Psi-Strahl! Was mache ich weg? Das Pokémon mit der Pornostimme. Oh yeah. Da haben wir 60? Physisch ist nicht so toll. Das getragene Item des Seals. Ja, das ist hier nicht so wirklich wichtig. Hier, komm. Wir bleiben jetzt außer Ruckzuck voll auf der speziellen Seite. Es geht einfach nichts über Prio.
Über Prio. Prio. Okay, alles klar. Hier, komm. Eva Braun darf auch einmal draufhauen. Eva Braun hauen. Ist das witzig. Gegen Knils. Knils. Dieses Pokémon erinnert mich an eine ganz bestimmte Person, die immer rumholt, dass es dieses Vieh in Ananasrock nicht kriegt. Finde ich irgendwie lustig. Stirb. One Hit. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht, wer weiß, wie stark noch level. Knospi. Knospi. Wenn es wenigstens ein Paper Mario Knospi wäre. Knospi. Wasserdüse. Das wäre natürlich auch toll. Hier kommt Schlammbad. Eva. Braun. Reicht leider nicht aus. Nassmacher. Oh, es macht sich vor Angst nass. Oh, es ist so putzig. So putzig. Einfach umklatschen. Hier, komm. Ja, Braun. Knospi! Kann jemand die Paper Mario Knospis aus dem ersten Paper Mario Spiel? Knospis! Knospis sind so toll! Knospi! Ah, bei Knospi dreh ich mal voll durch. So, wieso? Wieso? Weil Eneko ins Vertrauen lernt, Wasserdüse auf Level 33. Ah, alles klar. Wenn ich sie jemals kriegen sollte, ne? Man weiß ja nie so genau. Los, zerschneide dieses Eneko. Es ist doof. Säuselstimme, hör auf zu säuseln. Das ist ja widerliche Attackensound, ne? Blah, pfui, Deivel. Meinung zum aktuellen Kapitel? Destiny, ich finde das Kapitel mega geil. Mega geil. Ich finde es... Warte, habe ich irgendwas, womit ich das andeuten kann? Der Controller sieht aus wie ein Hammer. Ich finde es einfach zum... Ich finde es einfach mega geil. Johohoho. Ich liebe es. Baumlord! Hey, Hausaufgaben fertig? Willkommen im Stream! Ja, alles im Griff, Mädel. Alles im Griff. Lass mich in Frieden. So. Wir gehen zurück. Brüten drei Eier aus. Wir brüten jetzt drei Klöten aus. Und dann werden wir die Arena rocken. Welcher Knopf, Alter? Ich bin Mondmechaniken gewohnt. Das reibt sich zufälligerweise nur. So. So. Oh, hier ist Kanton Arco dabei, was ich nochmal freilassen kann. Davon darf ich noch nichts nehmen. Ich nehme das Ei mit. Für den Taha. Dann nehme ich das Ei mit für Kapadof. Dann nehme ich das Ei mit für Kapadof. Dann lasse ich die drei jetzt frei. Tentaha, Kapador und Kapador haben sich jetzt in Eier verwandelt, aus denen jetzt ein zufälliges Pokémon schlüpfen wird, das ich von meinen super Zuschauern gekriegt habe. So. Dann einmal du, einmal du, einmal du. Und dann heißt es, da ich ja nichts mit meinem Körper habe, fröhlich mit dem Fahrrad rumfahren. Und hoffen. Erstmal gucken, haben die... Sind die vielleicht hoffnungsvollerweise... Es wird noch lange dauern, Boah, das kann jetzt... Wow. So. La la la. Ich fahre um den Turm. Woo! Baumi, um deine Frage zu beantworten, Valley kenne ich schon ein bisschen länger, dank Kilian. Es fing alles zu XY-Zeiten an. War es XY? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber ich meine, damit fing es an. Etwas schneller ist gut, es geht deutlich schneller. Fällt mir ein, warte mal kurz. Ich kann ja auch noch ein bisschen schaiten. Also im übertragenen Sinne cheaten. Und ich erzähle da keinen Cheat. Komm schon. So, wir sehen da unten die Freunde. Warte mal, ich gehe mal nach oben. Ja, gehen wir nicht auf ein pissdoofes Ding. So, O-Kraft schicken, warte mal. Brutkraft, Level 3. Ans Ziel. Ja, Mann.
Wie oft noch? Woo! Wurde gesendet. Oh, guck mal, ich habe da eine Brutkraft gekriegt von Janine. Wer ist das nur? Danke. Wario Wien. Hacker? Wer ist ein Hacker? Ich weiß nicht, was du meinst. Ist ja nicht so, als wenn ich... Oh, warte mal kurz. Ist ja nicht so, als wenn ich hier irgendwie noch einen 3DS rumfliegen habe oder sowas. Nein. Ich doch nicht. Außerdem geht es jetzt nur darum zu fahren und so kann ich die Zeit ein bisschen runterdrücken und das ist ja wohl vertretbar, ne? Immer diese mysteriöse Janine. Ja, wer könnte das nur sein? Ich weiß es selber nicht. Auf jeden Fall schön, dass es sie gibt. Ey, du Arsch, bist du mich. Lala, ich fahre mit dem Schiebepad lieber Fahrrad, yay. Und noch drei andere. Ganz genau. Na. Es tut mir leid, ich höre auf damit. So. Ah, ich liebe das Fahrrad. Das Fahrrad ist so toll. Das Fahrrad ist die beste Erfindung seit Pokémon Rot. Und TMs, die sich niemals verbrauchen. Schutz, der von selbst nachfragt, ob er aktualisiert werden möchte. Weniger Encounter auf Wasserrouten. Janine ist deine Klassenkameradin. Okay. Interessant. Cool. Janine ist ja auch ein schöner Name. Jo. Vor dem Kreis fahren. Hey. Way. Ich wünschte, ich hätte irgendein Vieh, das Flammkörper hat. Das würde ich niemals zum Kämpfen mitnehmen, einfach nur fürs Züchten. Dann kann ich auch kurz erzählen, wegen nächster Woche. Dann die Woche kann ich auch noch erzählen. Nächste Woche. Ich habe Mittwoch frei. Nächste Woche möchte ich gerne Mittwoch, wahrscheinlich die Battles, ein Battle-Stream starten. Würde wahrscheinlich so, ja, sagen wir mal, 16 Uhr. 16 Uhr wird's losgehen. Nächste Woche. Hier auf Twitch, auf meinem Kanal natürlich, wo auch sonst. Dann können wir uns ein bisschen in Pokémon Sonne Mond die Ohren verdötschen und uns Pokémon gegen die Gesichter schmeißen. Freue ich mich drauf. Wird geil. Oh, das erste Schiff aus. Geil. Ich muss gleich weiter erzählen. Na, was schlüpft aus? Es ist ein Schnäppke. Hm? Ein Schnäppke. Du kannst da nicht... Oh, schade. Es ist ein Schnäppke. Schnäppke. Interessant. Ein männliches Schnäppke. Oh, wie möchte ich dich denn nennen? Ich nenne dich einfach Bibberhans. Der alte Bibberhans. Wer kennt ihn nicht? Er zittert und friert einfach immer. Der Bibberhans. Oh nein, die Brutkraft hat nachgelassen. Warte mal. Das Klicken hat nichts zu bedeuten. Ja, kein Frostet hier. Schade eigentlich. Mann, lass mich in Ruhe. Deswegen Bibberhans. So. Auf jeden Fall, ja, nächste Woche Mittwoch Battlestream ab 16 Uhr. Nennen es GTA-Zocker. Ah, ist klar. Ich mal gucken, vielleicht kommt da irgendwas, was ich GTA nennen kann. Es geht ja nur weiblich. Erst gegen 17 ist ja kein Problem. Warum nicht am Wochenende? Ganz einfach. Sonntag nächste Woche. Erstmal habe ich dann die Woche Urlaub, darauf komme ich gleich zu sprechen. Möchte ich gerne Mario Kart 8 Deluxe live streamen. Da habe ich voll Bock drauf. Kommt er jetzt nächsten Freitag raus. Wird mega geil. Okay, es ist von Marvin. Alles klar. Geil. Auf jeden Fall möchte ich gerne am Sonntag Mario Kart 8 live streamen. Da habe ich richtig Bock drauf. Das wird super lustig. Und deswegen ist Pokémon am Mittwoch mit Battles dran. Und dann die Woche habe ich Urlaub. Das heißt, ich werde hoffentlich endlich mal Zeit haben, öfters zu streamen. Da werde ich aber auf jeden Fall immer wieder auf YouTube und Facebook und Discord posten, wann ich eigentlich streamen werde. Also wenn der Stream losgeht, besser gesagt. Und deswegen lohnt es sich einfach mal auf dem Discord-Channel
sich, ja, den Discord-Channel einfach zu folgen, sag ich mal. Oh, ein Floink! Oh, wie cool! Floink! Ich mag Floink! Flambirex und Verkokel! Oh, das ist leider verkokelt, aber es wird zu einem flammenden Rex. Ich find's voll cool. Ist es weiblich? Oh, schade, es ist männlich. Hm, wie möchte ich denn Floink benennen? Spanferkel. Ist Spanferkel so richtig geschrieben? Warte mal kurz. Google ist dein Freund, habe ich gehört. Na, Spanferkel ist richtig geschrieben. Nice. Scheiße. Ja, einmal kurz. Warte. So. Guck mal, Wisper. Ah, kannst du gerne machen, GTA-Zocker. Dafür müssen wir aber dann erst einmal unsere FCs austauschen. Mal, das steht unten. Deinen kannst du mir in der Wisper-Nachricht schicken. So, was wollte ich machen? Genau, Spanferkel. Ich nenne es Spanferkel. Oder was steht da so noch im Chat? Warte. Ist es mäßig? Das weiß ich nicht. Lecker. Ja, ein leckeres Spanferkel. Das ist von Destiny. Ah, alles klar. Funktioniert wieder? Okay. Alles klar. So, alles nachgelesen. Dann kann ich es bestätigen. Spanferkel. Yay! Werde ich auf jeden Fall früher oder später mal mitnehmen. Läuft. Das nächste schlüpft aus. Was wird es diesmal sein? Ich brauche keine O-Kraft mehr einsetzen. Geil. So, einmal kurz an der Nase kratzen. Ah, Nase juckt so wie immer, wie eh und je. Und es ist ein... ein Kanimani. Ich bin der Wassertrainer, ich glaub's nicht. Kanimani. Möchtest du Kanimani einen Spitznamen geben? Aber natürlich möchte ich das. Es ist natürlich männlich. Ja. Killer Croc. Anlehnung an einen Batman-Fiesling. Ist Killer Croc richtig geschrieben? Ich und meine... Das ist immer so... Killer Croc. Jo, ist sogar richtig geschrieben. Nice, ich bin gut. Ich werde nur... Ich mache es einfach mal... Warte mal, so. So, Killer Croc. Killer Croc. Darf ich es denn so speichern? Ich darf, nice. Das könnte auch von mir. Alles klar. Alles klar. Killer Croc, ja. So. Dabei habe ich eure Eier durcheinander gewirbelt und ich kriege dann trotzdem von einem denselben. Interessant. Wir gucken uns mal kurz unsere neuen Teamkollegen, also was heißt Teamkollegen, unsere neuen Pokémon an. So, Bibberhans, haben wir schon gesehen, hat ein hartes Wesen, hat Pulverschnee und Silberhauch, verhindert Zurückschrecken, interessant. Spezialangriff hoch, endet runter, geil. Super, Tackle, Tiefschlag, der geht unter die Gürtellinie, freue ich mich. Du kannst es nach mir benennen. Nach dir bin ich was anderes, mein Freund. Dann haben wir noch Sturzbach, Initiative, Eishieb, Drachentanz, Silber, Blick und Kratzer, das könnte tatsächlich von Kilian sein. Wegen Zuchtmove, Drachentanz, Icy. Oh, gefällt mir. Fehlt nur noch die Wasserdüse. Ah, oh, ja, cool. Ja, Bibberhans, Spanferkel und Killer Croc. Nice. Werde ich jetzt alles nicht mitnehmen für die Arena. Aber wir haben sie und das ist irgendwie cool. So, einmal austauschen. Ihr kommt rüber in die Box. Ihr kommt auf jeden Fall. Jetzt kommt die nähere Auswahl. Du. Da. Du. Da, du, da. Und dann so. Warte. So ist die Auswahl. Okay. Warte. Okay, das wäre... Okay, dann habe ich irgendwo noch ein Kanimani. Alles klar, ich verstehe. Alles klar.
Alles klar, GTA-Zocker. Mache ich aber später. Jetzt wird erstmal weitergemacht. Vielleicht in der Pokepause. Heute mache ich auf jeden Fall mal wieder eine Pokepause. Letztes Mal habe ich ja nie eine Pause gemacht. Das wird sich jetzt ändern. Es wird sich einiges ändern, nämlich öfters Pause. Hey. Hm? So. Einmal hochheilen. Wir gehen jetzt in die Arena. Das heißt, wir müssen einmal den kleinen... ja, wie kann ich es nicht ausdrücken? Nein, ich will nicht nochmal. Nein, lass mich in Ruhe. Pfui. Wir müssen den Laffel umklatschen. So, den Trasser-Laffel. Um es mal mit freundlichen Worten auszudrücken. Ja, mit ganz, ganz freundlichen Worten. Den Laffel werden wir jetzt umboxen. Mit wieso?